Marxdorf, ca. 45 Kilometer östlich von Berlin, erreicht man über die Bundesstraße B1. Etwa 3 Kilometer östlich von Jahnsfelde verlässt man die B1 in südlicher Richtung und erreicht den Ort nach ca. 2 Kilometern. Gegründet wurde Marxdorf in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von den Tempelrittern der nahen Komturei Liezen. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte im Jahr 1244. Der Name geht übrigens auch auf die Tempelritter zurück und ist keine Reminiszenz der DDR an den sozialistischen Vordenker Karl Marx. Nach dem Verbot der Tempelritter im Jahr 1312 wurde deren Besitz und somit auch Marxdorf von Papst Clemens V. dem Johanniterritterorden zugesprochen. In deren Besitz blieb das Dorf bis 1810. Marxdorf ist als Angerdorf angelegt. Im südlichen Teil befindet sich ein großer Dorfteich. Nördlich des Teichs steht die Dorfkirche. Das alte, heute nicht mehr genutzte Spritzenhaus steht im nördlichen Teil des Dorfangers in der Nähe von Kirche und Kirchhof. Das Gebäude war ursprünglich wohl aus Feldsteinen und wesentlich kleiner und wurde später mit Backsteinmauerwerk erweitert. Gegenüber befindet sich das Deutsche Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs aus Marxdorf. Die Inschriften sind bis zur Unkenntlichkeit verwittert,
aber eine neu aufgestellte Tafel nennt die 17 Toten des Ersten Weltkriegs. Die Dorfkirche wurde von 1246 bis 1255 von den Tempelrittern der Komturei Liezen erbaut. Das Mauerwerk der Templer erkennt man gut daran, dass die Feldsteine exakt in Reihe gesetzt wurden. Die Johanniter bauten die Kirche Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts um. Gut zu erkennen an den unregelmäßig vermauerten Feldsteinen. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die Kirche erneut umgebaut. Die mittelalterlichen Fenster wurden zugemauert bzw. barock vergrößert. Der Kirchhof rund um die Kirche wird bis heute als Friedhof genutzt. ...1850 wurde die Kirche modernisiert und erhielt einen neuen Turm aus Backsteinmauerwerk. Vor das mittelalterliche Eingangsportal wurde dabei ein Vorbau aus Backsteinmauerwerk errichtet. Das Johanniterkreuz kündet von den einstigen Patronatsherren der Kirche vom Johanniterorden.
Die zugemauerte Priesterpforte auf der Südseite ist noch gut erkennbar. Das Fenster am Ostgiebel stammt noch aus der Templerzeit. Vor der Ostseite des Kirchhofs liegt ein weiterer malerischer Dorfteich.